DKB Handballfest in Naumburg. Vor 600 Zuschauern im Euroville Naumburg hieß es traditionell Füchse Berlin gegen SC Magdeburg. Top-Stimmung beim letzten Vorbereitungsspiel der Magdeburger Handballer. Die erste Spielhälfte verlief ausgeglichen. Nach dem 5:5 in der 14. Minute ging der SCM durch einen 7 Meter von Robert Weber in Führung und gab diese bis zur Halbzeit nicht mehr her. In der 18. Minute erhöhte erneut Weber per Strafwurf auf 9:6. Mit 12:9 ging es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte kamen die Füchse wieder heran. Nach 39 Minuten führte der SCM nur noch 16:15. Drei Tore von Robert Weber, Marcel Gebala und Michael Haas brachten die Grün-Roten wieder 19:15 in der 47. Minute nach vorn. Sollte das reichen? Aber bereits 4 Minuten später stand es 19:19. Die Füchse gingen sogar in Führung. Das Spiel wogte weiter hin und her. Über das 22:22 durch Andreas Rojewski kurz vor Schluss brachte der SCM den Sieg nach Hause. Bester Werfer war Robert Weber mit 7 Treffern. Bei den Füchsen traf Bjarke Elison ebenfalls 7 Mal. Hier die Stimmung zum Spiel. Spannendes Spiel war es auf alle Fälle. Deutliche Führung, dann Ausgleich. Gott sei Dank wieder Führung, ein Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du die Qualität der Spieler gesehen? Was sagst du zum Spiel an sich? Eigentlich genau das Gleiche, was du sagst. Also es ging hoch und runter. Wir haben natürlich, oder beide Mannschaften haben natürlich viel ausprobiert heute. Auch ein bisschen aufgepasst hinsichtlich dem Wochenende, wo wir ja mit der Bundesliga starten. Und ich denke mal, letztendlich war es ein verdienter Sieg. Wir hatten sicherlich Phasen, wo wir uns hätten noch ein bisschen absetzen können. Aber Deckung heute sehr stabil gestanden. Von einem Angriff einige Sachen ausprobiert. Auch mit Alex über längere Zeit gespielt, das hat gut funktioniert. Philipp stand nach der zweiten Halbzeit im Tor, hat er sehr gut gemacht. Vincent Sohmann auf Außen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis sowieso, weil wir endlich mal in Naumburg gewonnen haben. Aber letztendlich sagt das Ergebnis jetzt nicht so viel aus. Start ist jetzt am Sonntag, da beginnt alles von Neuem und ich hoffe, dass wir da uns sehr gut vorbereiten. Wir haben zumindest gesehen, dass der Nachwuchs ganz gut im Einsatz war. Du hast es schon erwähnt. Ich denke, man kann auch da zufrieden sein. Ja, auf alle Fälle. Also die haben ihre Aufgabe sehr gut gelöst. Berlin hat es ja genauso gemacht. Die hatten ja auch ein paar Leute, die sie geschont haben. Und da haben die Jungs das auch ordentlich gemacht. Also wie gesagt, Fazit ist, es hat sich keiner verletzt. Wir können auch viele positive Sachen mitnehmen fürs Wochenende. Okay, dann tun wir das. Danke. Okay, ciao.